Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Neuzugänge-Video von mir, beziehungsweise das neue Book-Haul. Jetzt sind alle auf den gemütlichen Plätzen. Genau, und zwar möchte ich euch gerne meine Neuzugänge vorstellen und es sind insgesamt 16 Bücher geworden, wenn ich mich nicht irre. Ich hätte sogar gedacht, dass es noch mehr werden. Es liegt daran, dass ich so viel bestellt habe, was alles jetzt im Mai ankommt. Genau, nichtsdestotrotz, es sind genügend Bücher, deswegen fange ich auch gleich an. Selki von Antonia Neumeier. Ich freue mich wahnsinnig über diesen Neuzugang, nicht nur weil es mich vorher schon interessiert hat, sondern weil die ersten Leserstimmen jetzt unglaublich begeistert sind von diesem Buch und schon sehnsüchtig auf eine Fortsetzung warten. Das macht natürlich schlecht Lust auf mehr. Und zwar geht es um die junge Kate, dessen Bruder sich auf einen schwierigen Handel eingelassen hat und den möchte sie daraus gerne befreien. Und begegnet dann Ian. Dadurch begegnet sie auch Ian. Und es führt viele Geschehnisse führen irgendwie zueinander, dass sie mit Ian zusammen in die See stürzt. Und Selki, ich meine, das Cover sagt ja schon einiges. Und dadurch kommt sie in eine neue Welt, die auch viele Gefahren mit sich bringt. Es scheint auf jeden Fall ein spannendes Abenteuer zu werden. Ich habe es übrigens vom Hain Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich riesig und bin wahnsinnig gespannt auf die Geschichte. Eigentlich wollte ich sie auch schon gleich gelesen haben, weil sie hätte nämlich perfekt zum Monatsthema April von der Panem Challenge gepasst. Aber wie der Zufall es will, ich habe es nicht geschafft. Aber jetzt im Mai werde ich es auf jeden Fall auch gleich lesen. Ich freue mich. Vier Farben der Magie von V.E. Schwab. Es ist ja ein Buch, was in Amerika schon unglaublich gehypt wurde und ich finde es total cool, dass es jetzt übersetzt wurde. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele von diesen Sachen jetzt unter anderem im Fischer Tor Verlag erscheinen. Da hat der Verlag sich auf jeden Fall einen guten Zweig ausgesucht. Ich bin super gespannt bei den vier Farben der Magie. Ich habe es halt noch nicht gelesen, aber soweit ich weiß, geht es darum, es gibt vier verschiedene Welten und unter anderem der Magier Kell. Ja, der Magier Kell kann halt auch zwischen diesen Welten wandern und dann gibt es, glaube ich, ein Relikt, das in seine Welt eindringt und auch viele Gefahren mit sich bringt und dem geht er natürlich auf die Spur. Da ist ein Kratzer drin in meinem Buch. Egal, es geht ja um den Inhalt. Ja, ist der Auftakt von einer Reihe. Insgesamt wird es drei Bücher geben, soweit ich weiß. Ja, auch hier hoffe ich, dass ich es diesen Monat schon schaffen werde. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe da nämlich noch so ein paar auf meinem Stapel liegen. Aber ich freue mich super, dass die Übersetzung jetzt im Deutschen erschienen ist und bin wahnsinnig gespannt. Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola Yoon. Das Buch ist ja schon ein bisschen älter. Es ist jetzt die Taschenbuchausgabe rausgekommen, passend mit dem Cover zum Kinofilm. Wir freuen uns hier immer auf Buchverfilmung. Genau, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, wie man hier draus schließen kann. Möchte es natürlich noch. Möchte das aber natürlich noch unbedingt tun, bevor der Kinofilm erscheint. Und von diesem Buch waren ja auch alle wahnsinnig begeistert. Es geht um die junge Madeleine, die auch sehr krank ist. Wenn ich mich nicht irre, ist es auch eine Autoimmunerkrankung, hat noch nie ihr Haus verlassen. Und lernt dann, ich habe das heute nicht mit den Boyfriend-Namen, ne? Olli. Ihr Nachbar Olli. Und die beiden nähern sich schon an, sie sehen sich durch die Fenster und es kommt natürlich dazu, dass Olli Madeleine gerne dazu bewegen möchte, auch mal das Haus zu verlassen und es entsteht eine unglaubliche Liebesgeschichte. Ich habe unwahrscheinlich hohe Erwartungen an dieses Buch. Eben weil alle so sehr davon schwärmen und auch von der Autorin. Und demnach bin ich super gespannt auf dieses Buch und danach auf die Buchverfilmung. Wo wir gerade bei der Autorin sind, noch eins meiner Neuzugänge ist The Sun Is Also A Star. Ebenfalls, wie schon gesagt, von Nicola Yoon. Dieses Buch habe ich bekommen über eine Leserunde von Lovely Books, beziehungsweise Netzwerkagentur Bookmark. Die haben das organisiert. Dieses Buch habe ich auch schon gelesen, verrate ich noch nicht allzu viel von meiner Meinung dazu, sondern eher um den Inhalt. Es geht um Natascha und Daniel und wie sich
ja, wie sich so ein Schicksal ergeben kann, wie sich Wege kreuzen, wie viele Zufälle müssen passieren, damit man sich wirklich begegnet. Natascha ist nämlich eigentlich den letzten Tag in Amerika, weil sie und ihre Familie abgeschoben werden sollen. Daniel ist auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, weil er unbedingt Arzt werden soll. Wer das nur möchte, ist eine andere Geschichte. Und genau, wie die Zufälle es wollen, kreuzen sich die Wege von den beiden und sie verbringen einen unvergesslichen Tag miteinander. Ja, genau. Nicht zu der Wertung, eins meiner Neuzugänge. Abond! Abandoned? Der zweite Teil der Unfolding-Reihe von der lieben Penny L. Chapman. Genau. Abandoned. Es tut mir so leid. Ich hätte, der zweite Teil der Unfolding-Reihe. Und zwar ist es so, ich habe ja den ersten Band Pretend schon gelesen. Es ist eigentlich halt überhaupt nicht mein Genre. Ich stehe nicht auf, Penny nimmst mich nicht böse, auf sogenannte Bums-Bücher. Und das ist diese Reihe auch nicht wirklich. Sie hat natürlich trotzdem viel mit Erotik zu tun. Und was heißt fragwürdige Moralvorstellung? Das kann man gar nicht mal sagen. Aber es ist nichts für schwache Gemüter. So, es hat schon was sehr, sehr Spezielles. Nichtsdestotrotz ist ihr Schreibstil der absolute Wahnsinn, weshalb ich Pretend gar nicht mehr aus der Hand legen konnte. Und jetzt auch zu dem zweiten Band natürlich greifen musste, den bei ihr bestellt habe. Allerdings ist es so, dass ich eigentlich ein Chapman-Verbot von ihr bekomme, weil ich scheinbar den ersten Teil schon nicht gut verkraftet habe und demnach befindet sich auch in der Widmung wieder. Ich habe dich ja gewarnt, ne? Es ist nämlich so, dass in der Pretend-Reihe geht es um zwei Charaktere, in der Abandoned, I hope so. In diesem Teil geht es dann um zwei weitere Charaktere und zwar um Tyler und Blake. Und es wird viel düsterer. Die beiden haben eine sehr schwere Vergangenheit. Man weiß es noch nicht. Da ist was zwischen den beiden vorgefallen. Beziehungsweise Blake hat damals, das ist die weibliche Protagonistin, eine Entscheidung getroffen, die Tyler ziemlich fertig gemacht hat, beziehungsweise er musste die Konsequenzen daraus tragen und ist auch ein ziemlich zorniger Bad Boy. Ich durfte ihn im ersten Teil schon kennenlernen und ich habe bereits da schon Albträume für mich bekommen. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, wie ich diesen Band überstehe. Damit ich aber eine Leidensgenossin habe, werde ich dieses Buch zusammen mit Imran von Umiwanke Bookies lesen, um ja, hier gleich mein Herz auszuschütten. Aber ich bin guter Hoffnung, dass mir das Buch wieder genauso gut zusagen wird wie der erste, auch wenn es mich vielleicht ein ganz kleines bisschen zerstören wird. Endlich! Ja, so lange habe ich dieses Buch gewartet. Und jetzt habe ich es endlich. Die wahre Königin, Königreich der Schatten von Sophie Jordan. Eigentlich muss ich ja gestehen, dass diese Autorin mich bis anno dato nicht wirklich überzeugen konnte. Ich habe vor ein paar Jahren Firelight, heißt das so, ihre Drachenreihe gelesen. Fand die eigentlich gut, aber ein riesengroßes Manko. Sie hat nie beschrieben, wie sich die Drachen verwandeln. Das ist, keine Ahnung, wie die aussahen. Sahen die aus wie Drachen, schuppige Menschen, Menschendrachen, Drachenmenschen. Weiß ich nicht. Irgendwie wurde dieser Vorgang nicht beschrieben, hat mir total doll gefehlt. Aber okay. Infernale habe ich gelesen. Super geile Idee. Super geil. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber die Protagonistin Davy Hamilton. Ich werde niemals in meinem Leben werde ich diesen Namen vergessen. Davy Hamilton. Weil, muss ich das zensieren? Ich weiß es nicht. Ich sage es einfach mal. Weil sie eine dumme Bitch war. Dieses Mädchen hat mich so sagenhaft aufgeregt. Lass mich sagen. Die wahre Königin. Es ist nicht wie ich zuerst aufgenommen hatte. Ein Märchen-Retelling. Es hat zwar die Anlehnung an Dornröschen, wie mir Laura Lavas verraten hat, der dieses Buch übrigens wunderbar gut gefallen hat, deswegen freue ich mich umso mehr. Aber es ist halt kein wirkliches Retelling. Es ist aber halt trotzdem sehr märchenhaft. Demnach geht es, ich weiß nicht, aber Protagonisten, Namen, Charakter,
Namen bleiben heute einfach nicht bei mir hängen. Luna. Ne? Es geht um Luna. Luna lebt seit 17 Jahren in einem Turm. Ist auch noch nie rausgekommen. Turm, Dornröschen, Turm, Dornröschen. Wir denken dran, genau. Die ganze Welt soll sie für tot halten. Eigentlich möchte sie den Thron besteigen. Soweit ich weiß, sie soll die Königin werden. Aber das soll natürlich verhindert werden durch ja, Leute, die sich stürzen wollen, dem neuen König. Ich würde auch lieber König bleiben wollen, als wen anders auf dem Thron zu lassen. Wenn ich die Wahl hätte, why not? Ja, ich erzähle halt einfach nur Blödsinn, aber ich freue mich super auf dieses Buch. Kavaliersreise von Mackenzie Lee habe ich zusammen mit Die wahre Königin nämlich direkt Anfang des Monats gekauft. Mit meiner kleinen Bianca allein, als wir auf Shopping-Tour waren. Und die Schön und das Mies geguckt habe. Gar nichts mit dem Buch zu tun. So sorry. Aber genau, es geht um Monty. Ich glaube ja. Montys Kavaliersreise. Monty sollte eigentlich ein gesittetes Leben angehen im Herrenhaus. Ist aber noch nicht zurück, weil er lieber mit seinen Freunden eine Tour macht. Ganz umgangssprachlich ausgedrückt. Und genau. Unter anderem auch seine Gefühle für Percy entdeckt und sich damit auseinandersetzt. Es soll ein rasantes und vor allem auch unglaublich lustiges Abenteuer sein mit sehr, ja, noch sehr anderen Umgangsformen, also auch so eine kleine Kulturreise. Ich bin total gespannt. Unter anderem sollen Wegelagerer und Piraten drin vorkommen. Aber ja, genau, es ist nämlich aus der neuen Kollektion vom Königskinder Verlag. Ich bin wie immer wahnsinnig begeistert. Ich liebe diese Gestaltung. Bisher war ich auch von allen Geschichten, die ich gelesen habe, total begeistert. Wenn man hier mal drunter guckt, ist es wieder richtig schön geschnallt. Das Einzige, was immer ein bisschen wehtut, ist der Geldbeutel. Ich weiß, schöne Dinge dürfen ja auch mal was kosten. Aber es ist doch immer ziemlich viel. Weshalb dies bisher das einzige Buch ist, was ich genau aus dem neuen Prospekt habe. Überraschung, ich bin gespannt. Der Club von Takis Bürger. Ich selbst hätte mir wahrscheinlich dieses Buch nie ausgesucht, hab's aber von meiner Omi zu Ostern bekommen. Dankeschön. Aber auch hier habe ich schon, kurz nachdem ich es dann in der Hand hatte, auch bei ganz vielen anderen das Buch gesehen. Manchmal achtet man ja auch dann erst richtig drauf. Aber auch hier schienen viele super begeistert zu sein. Es geht um Hans Stichler. Wieder ernst. Genau, Hans Stichler kommt aus einfachen Verhältnissen, bekommt ein Stipendium für Cambridge, natürlich, wo sonst. Dort soll er in den sagenumwobenen Pitt Club eingeführt werden, aber auf jeden Fall soll er für dieses Stipendium mysteriöse Fälle lösen. Das hört sich cool an, ne? Hat so ein bisschen was, Cambridge. Okay, der Name passt nicht so, Hans Stichler. Ja, aber auf jeden Fall, ja, so eine kleine Krimi-Tour, bisschen, ich behaupte das jetzt einfach mal ganz böse, ich hoffe, es gibt jetzt nicht einen riesengroßen Aufschrei, bisschen den Sherlock-Touch, maybe, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, ist auch sehr kurz, ich bin gespannt, wie schon gesagt, die ersten waren noch hiervon, von diesem Buch super begeistert, ich lasse mich einfach total überraschen. Die Berufene von M.R. Carey. Vorweg, dieses Cover ist der Burner. Nie im Leben, niemals, hätte ich dieses Buch in die Hand genommen. Das muss ich ganz klar vorweg sagen. Weil ich nie, niemals darauf gekommen wäre, worum es in diesem Buch gehen soll. Ich bin über einen Trailer gestoßen von einem Kinofilm. Überraschung, ne? Passiert ja nicht oft. Und zwar von The Girl with All the Gifts. Genau. Dabei bin ich gestoßen. Und genau, es geht um Großbritannien. Genau, ist auch so ein bisschen zukunftsmäßig, dystopisch angehaucht. Es ist ein Virus ausgebrochen. Und in einem Militärstützpunkt werden vor allem Kinder untersucht, weil die anders auf dieses Virus reagieren. Geil,
Voll geil. Ja, wie schon gesagt, ich bin unglaublich gespannt. Ich habe leider total die Kinolaufzeit von diesem Film verpasst und hoffe jetzt, dass der bald erscheinen wird. Hoffentlich. Damit ich diesen Film unbedingt gucken kann, weil dieser Trailer so unglaublich gut aussah und mir die Geschichte absolut zusagt. Und vorweg, wie immer, vor einer Buchverfilmung muss das Buch gelesen werden. Das Leben nach Boo von Neil Smith. Auch hier ein Buch, wo ich, dass das nie groß meine Aufmerksamkeit hätte auffangen können, wecken können. Whatever. Doch, auch das habe ich schon mal anderen Bloggern gesehen und fand es auch von der Thematik super interessant. Und zwar geht es darum, was wäre, wenn quasi jeder seinen eigenen Himmel hätte. Hier geht es um den 13-Jährigen. Ja. Um den 13-jährigen Boo. Um den Amerikaner Boo mit 13 Jahren. Der dann wirklich in den Himmel kommt für 13-jährige Amerikaner. Und so ist die Aufteilung. Ja, für mehr habe ich mich auch noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Finde ja aber generell immer die Thematik mit dem Sterben gar nicht so sehr diese Philosophie, was kommt danach, sondern einfach wie die Thematik über Tod, Sterben, Verlust verarbeitet wird, interessant. Und warum nicht? Hier bin ich übrigens, was ich super lustig finde, jetzt habe ich leider nicht im Kopf, wie viele. 11, ich weiß es nicht. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Cover. Also von der Gestaltung alle gleich, vom Schriftzug her, aber in ganz vielen verschiedenen Farbvarianten. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, es gibt 11 verschiedene. Wenn man sich bestellt, kann man sich, soweit ich weiß, auch nicht aussuchen. Man bekommt dann irgendeins. Und auch in der Buchhandlung, da kannst du natürlich gucken, aber ich denke, die wenigsten werden so viele vorrätig haben. Ich war ganz froh, dass ich das hier abbekommen habe. Gefällt mir. Lass uns überraschen. Ich habe mich so sehr gefreut. Tahereh Mafi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar geht es um die Shutter Me-Reihe, beziehungsweise ich fürchte mich nicht. So viele Menschen schwärmen von diesen Büchern, so unsagbar doll. Und ich dachte, ich muss sie, möchte, will sie unbedingt lesen. Hatte sie bis an und dato aber nicht, aber ich mache hier immer bei den super coolen Tauschpaketen mit von den Science Springern. Das wird bestimmt den meisten von euch ein Begriff sein. Das ist eine Gruppe bei Facebook und da gibt es einmal im Monat immer eine Tauschpaketaktion, wo auch, ich behaupte jetzt mal, mehrere hundert Leute, auf jeden Fall über 100 Leute mitmachen und dann halt wild ausgelost wird. Du hast dann Zeit, du schickst dem anderen immer beispielsweise 5 Buchwünsche und womit man hier sonst so eine Freude machen könnte. Bei mir war es unter anderem die Shutter Me-Reihe, egal ob Englisch oder Deutsch. Und oh mein Gott, ich habe diesen Schuh bekommen. Ja, ich freue mich total. Ich finde die Bücher absolut cool. Soweit ich weiß, geht es um Juliette, die mit ihrer Berührung Menschen töten kann. Hört sich einerseits cool an. Andererseits macht es vielleicht ein bisschen einsam, würde ich mal behaupten. Zumindest hast du nicht mehr sehr viel Körperkontakt, wenn du die Menschen nicht umbringen möchtest. Genau, eigentlich, ich glaube, sehr isoliert, zurückgezogen lebt sie eigentlich, bis auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ich erzähle es mal so, wie ich es irgendwie noch im Kopf habe, ein Planet, eine Welt, ein Land, ich weiß es nicht. Das schon fast zerstört ist, möchte Juliette als Waffe benutzen und dann nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Ja, und es soll wohl die super special Liebesgeschichte überhaupt sein. Christina von Tintenmeer schwärmt mir jetzt nämlich schon die ganze Zeit. Nicht nur sowieso von diesen Büchern vor, die ihre absoluten Herzensbücher hoch 10 ever, forever, wie auch immer sind, sondern vor allem von ihrem potenziellen bookish Boyfriend. Wenn ich mich nicht irre, heißt der Varen. Das ist nämlich auch der Charakter, den Juliet kennenlernt, als sie dann in dieser fast zerstörten Welt, Planet, Land, Dimension, wie auch immer ist, und sich natürlich, wie sollte es anders sein,
unglaublich zu ihm hingezogen fühlt. Und ihr größter Wunsch wäre natürlich, ihn zu berühren, was aber nicht geht, weil dann wäre er ja tot. Ich freue mich. Und wir, Christina. Wir. Es wird mir nicht so gut gefallen wie dir. Wir. Sieht es nicht absolut geil aus? Once Upon a Zombie von Billy Phillips steht schon auch unglaublich lange auf meiner Wunschliste, weil ich immer noch hoffe, dass es auch irgendwann übersetzt wird. Dem ist nicht so. Jetzt wird in Englisch gelesen. Genau. Super cool. Ich hatte auch mega, mega viele Probleme. Der Verlag wollte einfach nicht mehr liefern. Dritte Bestellung. Jetzt habe ich es endlich. Danke, großes A. Dafür ist es nämlich halt wirklich einfach gut. Man kann es nicht anders sagen. Es geht um Caitlin. Glaube ich auch eine Serie in Amerika. Auf jeden Fall wird es ganz groß gehalten. Es gibt auch super viel Merchandise dazu, obwohl es bisher halt nur diesen ersten Band gibt. Und ja, es passiert, was passieren soll. Man sieht ja hier schon ein bisschen diesen Alice-Style. Caitlin wandert durch das Hasenloch. Rabbit Hole. Hasenloch. Und landet in einer anderen Dimension. Spiegelt so doll, ne? Landet in einer anderen Dimension, die todesabgefahren ist. Sau cool. Und zwar treten dort, ich muss es euch zeigen, seht ihr es ein bisschen? Ich versuche das mal zu fokussieren. Genau. Und zwar treten dort nämlich sämtliche Disney-Prinzessinnen auf. Aber als Zombies. Saugeil. Saugeil. Ich bin wahnsinnig gespannt. Total gespannt, wie dieses Buch gestaltet und weil ich auch schon so lange drauf gewartet habe und es einfach so cool aussieht und sich so cool anhört und oh mein Gott, Märchen und Zombies in einem. Ja, also eigentlich mein Traum war. Einfach nur geil. Das letzte Buch, wo wir dabei sind, wie sehr ich auf Märchen stehe. Es tut mir leid, ja, es ist einfach so. Es hat sich für mich eine neue Welt eröffnet. Mit englischsprachigen Büchern. Ganz frisch erschienen. Haunted von Megan Spooner. Wir kennen sie, oder man kennt sie vom Hörensagen von The Broken Stars. Ersten Band fand ich super cool, zweiten Band fand ich okay. Aber nichtsdestotrotz ist mir egal, weil wie man hier drauf sehen kann, geht es um ein Retelling von Die Schöne und das Biest. Und zwar A Beauty Deadlier Than the Beast. Hier ist die Protagonistin. Ist geil, kann ich euch nicht sagen, weil auf dem Klappentext ist dieser ganze Abschnitt hier einfach nur Bemerkung zu der Reihe The Broken Stars. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall das, was ich in meinem Klappentext auf einem Buch lesen möchte, sind Meinungen zu einer anderen Reihe. Jeva, ich weiß es nicht, aber Jeva. Jeva hört sich cool an. Jeva. Wir nehmen Jeva. Ich hoffe, es wird sich jetzt keiner diskriminiert, der Jeva heißt. Es war nicht böse gemeint. Ich nenne sie jetzt nur einfach Jeva. Also, Jeva in diesem Sinne, die Belle-Interpretation von diesem Ganzen ist Jägerin und macht natürlich Jagd auf das Biest. Es muss einfach cool sein. Es muss nicht nur cool sein, es muss episch sein. Geht nicht anders. Genau, das waren meine Neuzugänge. Ja, mal wieder super viel, aber glaubt mir, nächsten Monat wisst ihr auf jeden Fall, was meine Definition von viel ist. Es wird ein Ausmaß annehmen, aber egal. Genau, das waren meine Neuzugänge. Wie sieht's aus? Schreibt mir in die Kommentare. Kennt ihr schon die Bücher? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Was habt ihr euch neu gekauft? Was gibt es Neues? Ich freue mich über jedes Feedback. Könnt auch sagen, jo, Jill, eigentlich erzählst du immer ziemlich viel Müll. Komm mal auf den Punkt. Wie auch immer, ich freue mich über alles und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen, kaufreichen Mai. Bye!